Guten Morgen, meine Lieben, ich begrüße Sie ganz herzlich heute mal vom Frühstückstisch. Also ich und der Papa sind die Letzten, die noch nicht gefrühstückt haben. Der Rest hat schon alles, also sie haben schon alle gegessen, die Kinder. Die zwei Großen haben ja schon Homeschooling und deswegen haben die schon nichts gegessen. Der Papa war jetzt noch schnell die Post wegbringen für euch, weil ihr habt vielleicht gesehen, im Büro waren ja wohl viele Pakete. Und die hat er jetzt heute weggebracht. Heute ist Montag. Baby Countdown geht immer noch weiter. Schaut mal. Also Babyboy ist noch drin. Was sagst du, Baba? Du sagst nichts mehr. Februar. Ja, wir hoffen jetzt auf ein... ich habe ein bisschen mit meiner Freundin gemacht. Mit der Marina habe ich schon geschrieben. Ich habe gesagt, vielleicht will er nicht raus, weil er ein Wassermann werden will. Weil oh, wenn er, das wäre schon cool. Wassermann ist schon cool. Ich bin Wasser, wir sind beide Wassermann. Und am 21.01. habe ich geschaut, wäre dann der erste Wassermann. Das wären heute plus 10 Tage, also 13 Tage nachher. Die Sophie mag ein bisschen von deinem Ziegenkäse, glaube ich. Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt auf jeden Fall mal schnell frühstücken. Wir zwei, ich esse Honig und der Papa isst, wie ihr seht, Radieschen, Tomaten und Ziegenkäse. Ja, ja gut. Wir werden es sehen. Vielleicht kommt er ja nach dem Frühstück. Aber ich glaube nicht. Also ich habe überhaupt keine Anzeichen für eine Geburt, aber manchmal geht es schnell, oder? Das Witzige ist ja, bei 3 von 4 Kindern kam es über die Nacht. Mhm. Also, also quasi am Morgen. Und deswegen weiß ich nicht, wie schnell sich das entwickelt. Weil man wird einfach durch die Wehen wach. Deswegen. Egal. Gut, bis nachher. So, ich bin jetzt mit den Mädels im Wohnzimmer. Übrigens, die Mädels sind, wir haben ja Lockdown in Österreich, aber es ist in Deutschland auch, oder? Und die Kinder sind natürlich deswegen im Kindergarten. Komm her, wir haben nämlich so von so einem Supermarkt bei uns hier so ein Stickerbuch. Und da werden wir jetzt Sticker kleben. Mama! Ja, das war unser Fernseher. Das haben wir öfter schon unser Fernseher. So, wir machen das so, Mädels. Wir tun mal die Nummern sortieren. Schau mal, Lara. Da stehen immer so Nummern. Sollen wir die da sortieren oder sollen wir immer schauen bei jedem Bild? Und einmal darfst du kleben und einmal darfst du kleben. Das. Nehmen wir uns beide eins. Wir können das. Wollt ihr euch einen Sessel holen? Luisa, kannst du ein bisschen besser sitzen. So, magst du das erste machen? Ja. Schau, dreh es mal um. Und du, Luisa, darfst dann das nächste machen. Oder such dir alle eins aus. 65, ja? 65. Dann müssen wir die 65 suchen. Das ist 1, 2, 3. 4, 5, 6. Was ist denn? Das. Okay. Wo war das? Falsch. Ja, du meinst jetzt nicht anmalen. Das ist kein Malbuch, Baby. Das ist echt doof. Wenn man keine langen Nägel hat, ist es schwierig. So, Lara, bitteschön. Lebst okay. Vorsichtig, ja? Mhm. So? Ja. Abziehen kannst du es dann immer mehr, wenn es angelegt ist. Jetzt ist schon wurscht. Lass es. Ja, lass den. So, und jetzt, du machst das da? Mohnnudeln? Ah, da kann man es knicken. Siehst du? Also, weil ich das nicht gewusst habe, da hinten ist ein Knick, dann kann man es viel leichter lösen. So. Das ist ja auch noch. Das ist ein Krampus. Ein Krampus. Langsam, wieder, langsam. Eins, geduldig. Ich hab eins. Ja, jetzt klebt es fertig. Super. Ich glaube, jetzt sind wir mal beschäftigt hier. Und das. Mit dem Kleben. Und nachdem ich das fertig gemacht habe, werde ich mich dann meiner Wäsche widmen. Ich habe hier den Korb, da ist nur Bettwäsche drin. Und dann noch unten ist, glaube ich, ein Trockner 1. Und dann müssen wir heute wieder waschen, weil sonst, wenn wir nicht täglich 1 bis 2 waschen, dann haben wir ein Problem. Hallo meine Lieben, auch von mir. Ich melde mich auch mal heute in diesem Vlog. Ich bin heute mal wieder in der Küche. Und zwar, ich werde jetzt Mittagessen vorbereiten. Heute gibt es bei uns Püree mit Hühnchen im Backofen. Ich habe hier schon die Marinade vorbereitet. Ja, das Hühnchen habe ich schon zerstückelt. Ich habe das Hühnchen zerstückelt, weil es danach auch einfacher beim Portionieren. Man muss danach nicht mehr schneiden, ist schon alles geschnitten. Man nimmt es aus dem Backofen, man legt es auf den Teller hin,
Fertig. So, die Mama ist jetzt in, im Zimmer. Sie hat sich im Bett ein bisschen hingelegt, um sich auszurühren. Und ja, ich bin da und ich tobe mich voll aus. Backofen, die Kartoffeln sind auf dem Herd und ich bin da in der Küche mit den zwei kleinen Ratons, Lara und Luisa. Wir machen noch ein paar Vorschulübungen aus dem Vorschulheft, die Lara eigentlich von Nikolaus bekommen hat oder vom Weihnachtsmann? Von Nikolaus. Von Nikolaus, ja. Aber sie war wirklich ganz, ganz fleißig. Schaut mal. Das Ganze hier ist schon mal fertig. Und ich muss noch wenig machen. Ich bin schon bei 9 und 0. Du bist beim Seite 90. Mhm. Wow. Sehr fleißig. Hey, nicht schwimmen. Ich habe gestern. Nein, du hast geschummelt. Aha, deswegen ist die Lara so schnell. Und die Luisa macht ganz ruhig ein Puzzle. Okay. Ja, und so beschäftigen wir uns heute mal im Haus, weil da draußen ist wieder mega kalt. Heute waren minus 5 Grad. Bist du schon fertig? Das und das. Super. Und das. Aha, du hast vergessen. Warte mal, Lara. Das kriegt die Luisa. Das kriegt der Papa. Achtung. Aber mit den Tieren ist es schon ein bisschen schwer. Das ist ganz einfach. Also, was fällt aus der Reihe? Kreise ein. Also, das hier, was ist das? Ein Kranzbaum. Ja, eine Palme. Ja, und das ist ein Sternschnuppe, gell? Aber weißt du, was hier kommt? Naja, ist ja ganz einfach. Also, was hast du hier? Ich habe da ein E-Pferd und eine Giraffe und eine Delfine und ich habe selbst keine Ahnung. Das ist ein Nashorn. Nashorn ist halt wie ein anderes. Das ist voll komisch auf die Nase. Ja, das ist eine komische Nase. Piratenschwert. Das ist kein Piratenschwert. Piratenschwert. Und was ist das? Auch ein Piratenschwert? Nein, nur ein Messer. Aha, okay. Meine Kartoffeln sind schon gekocht. Wuhu! Jetzt kommt noch Butter rein. Und jetzt werden wir dann zerstampfen. Ich mache mal das andere mit Hühnchen. So, mein Hühnchen ist auch fertig. Das schaut aus. Mega lecker. Spitze, freut mich, schaut sehr gut aus. So, meine Lieben, wir haben jetzt gegessen und wir sind jetzt im Wohnzimmer, also ich und die Luisa zumindest. Die anderen Kinder sind alle unten, also der Patrick, der muss lernen, weil der hat morgen Schularbeit. Der fährt sogar dann morgen in die Schule, weil Schularbeiten werden immer nur in der Schule gehalten. Da muss er dann die Maske die ganze Zeit übertragen. Und Michelle und Lara sind unten bei der Michelle im Zimmer, die spielen dort was. Sehr gut. Und die Luisa mag wieder Plastilin spielen. Ja, einen Kaffee. Die machen mich einen Kaffee. Lecker, danke schön. Ja, und jetzt bin ich mit Luisa hier. Der Bauer kommt auch gleich. Schauen vielleicht irgendwas im Fernsehen oder irgendwas auf Netflix. Und ich werde mich der Wäsche widmen, weil gestern habe ich nicht mehr geschafft. Das ist der eine Korb von gestern und dann ist noch einer dazugekommen. Da ist eh nur Bettwäsche drin. Das geht dann eh schnell. Ja, und hier im... Ich habe kein T-Shirt mehr, das mir über den Bauch geht. Hier im Bauch ist alles aktiv, also das Baby ist sehr aktiv.
kriege die ganze Zeit so Tritte ab. Aber in Sachen Wehen oder so, nö. Ist wirklich ruhig. Bin echt gespannt. Morgen habe ich ja Krankenhaustermin wieder. Wieder CTG wahrscheinlich und wieder Frauenarztuntersuchung und halt also Ultraschall und so weiter. Mal schauen, was da rauskommt. Ich werde auch nachfragen, wie lange es bei denen so dauert, bis man einleitet. Also ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Ich habe nämlich keinen Bock auf deine Einleitung. Ich weiß nicht. Ich hatte bisher noch keine, deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. Aber wenn man im Internet googelt, dann sieht man oder liest man meistens schlechte Erfahrungen. Aber jetzt widme ich mich mal meiner Wäsche, solange hier noch alles ruhig ist. Und ja, oh, das Baby tritt so krass zu, ey. Das ist manchmal ist so, kriege ich da so richtig einen Spitz raus. Wir haben jetzt die Wäsche gemacht, wie ihr gesehen habt, haben auch weggeräumt und jetzt habe ich schon ein paar Wehen hintereinander gehabt, ein paar intensivere und der Bauch ist ständig so spitzhart. Ich zeige ihn euch von meiner Sichtweise mal kurz. Also aktuell ist er die ganze Zeit so super spitz und angespannt. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich habe jetzt noch nichts Regelmäßiges, aber schon ziemlich intensivere. Ich bin jetzt gerade auch ein bisschen, ich weiß nicht, so unruhig wieder mal. Wahrscheinlich kommt er heute, denke ich mir. Welches ist heute? Schönes Datum vergessen. 11.1. Ja, ist ein schönes Datum. Aber ich will noch nicht, wie sagt man, den Tag vor der Nacht loben. Wenn es so wird wie vor ein paar Tagen, wo ich auch hätte schwören können, dass er kommt und dann doch nicht. Nichts weiter gegangen ist. Ich hab wieder so eine kleine Wehe. Mein Baby! Das bin ich. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Bett. Wir sind nicht ins Spital gefallen. Alles Roger. Das Baby verarscht uns. Wisst ihr? Es verarscht uns richtig. Ja, also es war meine falsche Alarm. Ich dachte auch, dass das Baby heute kommt. Ich wollte mich schon... Ich mache mein T-Shirt über meinen Bauch. Hallo! Wir sind die zwei beste Freunde, die man sich noch wünschen kann. Wir sind die zwei beste Freunde, die man sich noch wünschen kann. Ich singe hier, wir Freunde, die Mama hat wehen. Total unpassend. Ja, und blöd von mir. Wie wär's, wenn du die Kinder ins Bett bringst? Wir haben die Kinder hier im Bett gebracht. Ich meine nicht die Pelzkinder. Ach so, okay. So, meine Lieben, also, Baby noch im Bauch, diese Wehen, die ich vorhin hatte. Vielleicht ziehe ich so ein dicker Bär an. Auf jeden Fall, Baby will nicht raus. Er verarscht uns richtig. Er soll Wassermann werden. Ja, der Papa will jetzt das. Seitdem ich ihm heute erzählt habe, dass wenn das Baby bis 21. drin bleiben würde, das Wasser. Das Baby muss bis 21. Die Mama wird ab jetzt im Bett gefüttert. Ja, bis ein fettes Walross. Sie darf nicht mehr aus dem Bett ausstecken. Also,
andere Dinge zu erledigen. Also du meinst Toilette und so, ja. Besuchen. Na danke. Ich glaube, du schnallst mir schon eine Windel um. Ja, schauen wir mal. Also es ist wirklich aufregend. Es macht mich ein bisschen verrückt, wenn ich Wehen habe. Und dann hört es auf, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Papa fragt immer, sollen wir jetzt fahren? Und ich denke mir so, nein. Die Mama will fahren erst, wenn das Baby schon... Aber stell dir vor, wir würden jedes Mal... Hallo. Entschuldigung. Stell dir vor, wir würden jedes Mal losfahren. Und dann fahren wir wieder zurück. Dann sagt ich mal lieber... Ja, stimmt auch wieder. So aber. Doof. Also entweder... Ich habe dann Angst, dass dann einen richtigen Wehen losgehen und dann fängt es zu Hause an. Und die Mama sagt, ja... Ich glaube, das wird wieder nichts. Ja, und dann, ich muss pressen. Was machst du? Davonlaufen. Ich rufe die Rettung an. Und dann? Die sollen sich, keine Ahnung, beeilen. Und dann laufst du davon. Du wartest. Ich bleib da. Du darfst, wartest dann draußen. Ich bereite alles vor. Ich bringe die Hunde in den Keller. Wieso? Damit der Sanitäter nicht gewiesen wird. Oh. Als ob die Sophie alle beißt. Die Sophie kann schon eine Bestie werden. Ja, stimmt. Eine Bestie. Ja, na gut, wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden, meine Lieben. Doch nichts mit Bibi. Spannung steigt. Aber vielleicht nächstes Mal. Ja, vielleicht morgen. Na, Wassermann. Also wenn es nach Papa geht, muss ich noch 10 Tage. Na, 10 Tage ist nicht, oder? Na gut, meine Lieben, wir werden jetzt noch ein bisschen Jenseits des Todes schauen. Auf Netflix haben wir. Das ist sehr cool mit so Nahtoderfahrungen. Also richtig spannend, wenn es euch sowas interessiert. Schaut es auch. Und das mit der Walking Dead haben wir aufgehört, weil ich kriege schon Herzklopfen. Also ich ja, wir haben Walking Dead auf Amazon angefangen. Aber das ist keine Serie, um damit gemütlich einzuschlafen. Na, da bist Putzmutter, da kannst du gleich in die Arbeit gehen. Das ist einfach zu gruselig und zu beängstigend. Und wir sind erst bei Staffel 1, Folge 2. Und das hat 10 Staffeln. 10 Staffeln. Was macht der Polizist so viele Staffeln? Keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber dürfen wir nur am Tag schauen, sonst darf niemand mehr auf Toilette gehen. Also ich, der Papa, da muss ich mit ihm zusammen auf Toilette gehen, weil er Angst hat. Dann bin ich so klein mit Hut. Naja. Na gut, meine. Tschüss, bis morgen. Tschüss oder gute Nacht. Morgen nehme ich euch mit ins Krankenhaus. Ja. Alle? Ja. Das würde ziemlich eng sein. Werden. Bye, bye.